herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung für den DAF von Vardek. Da gab es jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit ein Update. Gibt es jetzt auch das, oder sagen wir es anders, da gibt es ein Tandem, eine Tandem-Variante, die wir ja alle kennen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Gibt es ja diese Rigid-Variante, wo ihr dann hier praktisch diese Büchsen drauf machen könnt oder Plane oder Koffer, die von SCS. Und ihr kennt ja das Swap Body Add-on von Sebastian. Und da kannst du jetzt hier, wenn du das möchtest, hast du hier unten diese Wechselbrücken-Zack-Variante. Und dann kannst du hier diese Wechselbrücken drauf machen von Sebastian in dem Fall. Ne? Also diese ganzen Büchsen hier gehen dann hier drauf. Kannst du dann drauf machen. Egal, gibt es ja ganz viele Varianten, die ihr dann hier nutzen könnt. Ne? Egal, was ihr da wollt oder möchtet. Das ist ja alles mit am Starten. Da gibt es ja ganz, ganz viele Varianten, die ihr hier dann nutzen könnt. Ne? Genau, und ja, das ist das, was an diesem Mod neu ist. Also so ein kleines, sage ich mal, Add-on, das ihr dann hier nutzen könnt, um das noch ein bisschen attraktiver zu machen. Jetzt gucke ich mal, ob jetzt hier noch irgendwelche Anbauparts mit dabei sind. Hier habe ich nochmal so einen Schutz, einen Unterfahrschutz. Der Rest müsste eigentlich alles gleich bleiben. Da gibt es dann hier nichts mehr anderes. Nö, passt. Also es ist wirklich, ihr müsst halt nur gucken, dass ihr den richtigen Aufbau halt, diese Wechselbrückenträger 6x2,4 auswählt. Dann habt ihr dementsprechend hier halt dann auch die Möglichkeit, diese Büchsen von Sebastian drauf zu packen. Ne? Und dann sieht das halt in dem Fall so aus wie jetzt bei mir. So, und wenn ihr das so zusammengeschraubt habt, ich meine, den Trailer, der ist ja auch mit dabei, das ist, glaube ich, nicht schwer zu erklären. Der ist ja beim Swapbody Addon von Sebastian mit dabei, das ist, glaube ich, klar, oder da braucht man nichts erklären. Trailerkabel sieht man hier auch ganz schön, das funktioniert. Und dann sieht das in dem Fall so aus. Und den davon, Vardek, kannst du ja individuell ganz schön gestalten. Da gibt es ja so viele Anbauparts, da habe ich auch schon ein Video von gemacht. Ne? Also da seid ihr dann wirklich ja, von den Ideen her frei und könnt dann dementsprechend das richtig schön zusammenschrauben hier. Ne? Also ihr seht selber, ich habe hier ein bisschen wieder gefriemelt, wie immer. Und dann kannst du das dementsprechend hier mit diesen Wechselbrücken-Addon von Sebastian nutzen. Was natürlich gut ist, weil die Wechselbrücken halt dementsprechend richtig, richtig geil sind. Ne? Das ist ja klar, ne? Die ganzen Büchsen und Planaufbauten und die hier mit dabei sind, sind richtig, richtig schick. Ja, das ist das, was ich euch hier berichten kann zu diesem Mod. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt dazu, dann dürft ihr es gerne machen, indem ihr das kommentiert. Ansonsten will man einen Däumelink da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch immer knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.